Strabags Handballer können's doch. Trotz oder gerade wegen der angeschlagenen Personaldecke und einem holprigen Start in die Saison liefen die Dachse am 24. September vor heimischer Kulisse zur Hochform auf. Mit 32:28 siegte der Oberligist gegen die Zweite des HCL Florenz knapp, aber dennoch klar. Schon mit dem Führungstreffer kurz nach dem Anpfiff hat der Gastgeber gezeigt, wohin es im gesamten Spiel gehen sollte. Die Mannschaft lag fast durchgängig in Führung, lediglich beim 8:8 schließ sich ein kleines Formtief ein. Im weiteren Verlauf schaffte es aber das Team von Trainer Yoshi Tankos immer in Führung zu bleiben, ohne sehr weit davon zu laufen. So ging es mit 18:15 in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel konnten die Dachse sogar bis zum 24:18 den Abstand etwas ausbauen. Besonders hervor tat sich im Spiel Torhüter Flip Wewerka. Mit seinen Paraden sorgte er ebenso für die Distanz auf der Punktetafel. Leider war der Dachsbau nicht ganz voll besetzt, was der Stimmung aber keinen Abbruch tat. Gerade in den beiden Schlussminuten verhalfen die Fans ihrer Mannschaft zum 32:28 Endstand. Damit stehen die Dachse nach dem dritten Spieltag auf Platz 10. In den nächsten Spielen geht es nun nach Plauen-Oberlosa und nach Pirna. Das nächste Heimspiel gibt es am 15. Oktober in der Ernst-Gruber-Halle. Glückwunsch für den verdienten Sieg. Da brauche ich, glaube ich, gar nicht rumrudern oder mich aussehen suchen. Es war völlig verdient. Wir waren immer hinten dran. Wenn wir dran waren, haben wir leicht zu bin ich natürlich sehr froh, dass wir es geschafft haben. Habe ich schon erste Halbzeit gesehen, dass die Mannschaft hat gute Stimmung und ja, also habe ich nicht gedacht, dass wir 8 Minuten vor Schluss, dass wir sind 7 Tore vorne. Ihr wart etwas geschwächt heute. Das könntet ihr kompensieren irgendwie, oder? Ja, wir haben heute nicht viele Spiele rotieren. Heute war sehr wichtig für uns. Wir wissen, dass heute muss der Spieler mit der Erfahrung und die Hauptspieler, die beste Spieler, muss heute spielen. Und dann, ich finde, das war wirklich gute Stimmung, das war gute Abwehr und zum Ende auch nicht schlecht Angriff. Und eine gute Torwartleistung? Muss ich sagen, heute war eigentlich die beste Leistung. Die ersten 2 Spiele waren nicht so gut, aber heute Philipp wirklich helfen und dann habe ich auch gesehen, andere Gesichter, also andere Stimmung, das war wichtig. Vor dem Abendspiel unterlag die dritte Herrenmannschaft gegen die USC Chemnitz mit 25:31 und die zweite holte 2 Zähler gegen den LHV Hoyerswerda mit 36:33.